Hey Leute, eigentlich habe ich gehofft, euch in diesem Video ein Smartphone vorzustellen zu können, welches ich eigentlich ohne Probleme empfehlen kann. Doch leider ist genau das Gegenteil passiert, denn das Nokia 7.2 ist wohl eines der Handys, welches mich in den letzten Jahren mit am meisten enttäuscht hat. Und warum das so ist und ob ich es vielleicht in einigen Punkten doch mag, das erzähle ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Beginnen wir aber erst einmal mit dem Design. Und da hat es Nokia echt geschafft, mich zu überzeugen. Dieses Handy ist alleine schon wegen der Farbe so unfassbar schön, dass mir mein OnePlus 5T im Vergleich echt einfach schlecht vorkommt. Diese grün-türkise Farbmischung mit den streifenartigen Spiegelungen auf der Rückseite und dem etwas, ich sag mal, samtartigen Gefühl in der Hand, wenn man das so nennen kann, wirkt auf mich einfach echt verdammt cool und edel. Dazu ist das Handy weder zu groß noch zu klein, liegt für meinen Geschmack echt gut in der Hand und hat, oh Wunder, einen Klinkenanschluss. Ich mag das. Genauso wie übrigens auch die Benachrichtigungs-LED im Power-Button, was meiner Meinung nach echt geil aussieht. Aber dreht man das Handy dann nochmal auf die Vorderseite, bin ich eher etwas zwiegespalten. Die Displayränder sind zwar oben und an den Seiten echt okay, aber dieses gequetschte Nokia-Logo da unten sieht einfach nicht gut aus. Genauso wie übrigens auch das Glas, denn zum einen spiegelt es des Todes und zieht Kratzer magisch an. In den letzten 5 Wochen, in denen ich das Handy genutzt habe, hat es einfach mehr Kratzer abbekommen als alle meine anderen Handys davor und das bei genau derselben Nutzung. Aber okay, das Display darunter tritt dem zum Glück ein wenig entgegen. Es ist mit Full HD Plus angenehm scharf, die Blickwinkel sind echt okay und auch die Farben gefallen mir. Schade ist natürlich, dass es IPS ist, wodurch es weder einen wirklich guten Schwarzwert noch eine hohe Helligkeit besitzt, auch wenn letzteres eher durch die schlimmen Spiegelungen verursacht wird. Die Helligkeit bzw. die Fotoqualität der 42-Megapixel-Kamera auf der Rückseite geht im Übrigen auch vollkommen in Ordnung. Bei Tageslichter sind die Bilder, wie gesagt, angenehm hell, schön scharf, die Farben sind vielleicht etwas zu blau geraten, aber trotzdem nutzbar und auch der Weitwinkel ist echt nützlich. Schade ist nur, dass der Zoom selbst für einen rein digitalen echt nicht zu gebrauchen ist. Bei Nacht oder eher Dunkelheit, der Nachtmodus taugt nämlich gar nicht, werden die Bilder der Hauptkamera zum Glück immer noch nutzbar und für 200€ geht das echt in Ordnung, auch wenn der Weitwinkel hier nicht mehr wirklich zu empfehlen ist. Wirklich schlimm wird es zum Glück allerdings erst bei Videos, denn man kann zwar in 4K filmen, aber das, was da rauskommt, ist einfach nur Grütze. Die Aufnahmen sind häufig unscharf, der Autofokus eine Katastrophe und vor allem sind die Videos total verwackelt. Auf jegliche Bildstabilisierung wurde hier seitens Nokia komplett verzichtet, was die Videofunktion einfach nicht brauchbar macht. Viel schlimmer ist allerdings die Performance, denn der Snapdragon 660 mit 4GB RAM und 46GB an internem und per MicroSD-Karte erweiterbarem Speicher schafft es einfach nicht, das Handy gut laufen zu lassen. Ich hatte wirklich noch nie so viele Fehler wie beim Nokia 7.2. Mal geht die Kamera einfach an, mal stürzt das Handy einfach im Standby-Modus ab, mal verzerrt sich das Bild komisch und. Es ist einfach nicht schön, wenn man jeden Tag irgendwelche neuen Fehler zu Gesicht bekommt, wie seit heute das Problem, dass Fotos einfach nicht gespeichert werden, oder seit einer Weile das Problem, dass der Prozessor im Standby-Modus 30% an der Akkuleistung über Nacht einfach wegsaugt. Ja, einfach 30%, die über Nacht am Akku verschwinden. Da tröstet auch das Betriebssystem nur wenig dagegen, denn Android One ist gut. Wenn das Handy beispielsweise mal keinen Fehler hat, läuft es flüssig, selbst Spiele funktionieren einwandfrei und die Oberfläche sieht auch einfach echt schick aus und bekommt immer die neuesten Updates und das auf bis zu 3 Jahre, was unter Android eben echt eine Leistung ist. Zugegebenermaßen muss ich aber schon sagen, dass die Leistung unter Android One schon auszuhalten ist, aber man merkt eben, dass dieser Prozessor einfach zu schwach für das Handy ist und selbst im Vergleich zu 3 Jahre alten Smartphones einfach nicht gut aussieht. Genauso wie das Problem mit dem Bixby-Button, beziehungsweise hier der Knopf für den Google Assist. Ich kann hier einfach genau das gleiche sagen wie damals zu Bixby. Es ist nervig, einen weiteren Knopf an der Seite zu haben. Genauso nervig ist übrigens das Fehlen von Stereo-Lautsprechern und Wireless-Charging, sowie der Fakt, dass sowohl der Fingerabdrucksensor als auch die Gesichtsentsperrung durch die sowieso schon nur mäßige Frontkamera echt nicht wirklich schnell ist. Wirklich nervig ist allerdings, wie auch schon leicht angeschnitten, auch der Akku. Mit 4 bis 6 Stunden Screen-On-Time hält dieser zwar
nicht wirklich besonders lange durch, ist allerdings auch nicht katastrophal schlecht und die meisten Leute werden es mit dem Teil wohl auch durch einen Tag schaffen. Schlimm ist nämlich eher das Aufladen. Es gibt zwar USB-C, aber trotz angeblichem Quick Charge lädt das Nokia 7.2 echt langsam auf. Irgendwas zwischen 2 und 3 Stunden von 10 auf 100% ist nämlich irgendwie echt kein gutes Ergebnis. Am allernervigsten war für mich aber das Telefonieren. Denn dieses Handy hat das Problem, dass sich das Display beim ans Ohr halten einfach nicht vernünftig deaktiviert, was wirklich nicht selten dazu führt, dass Telefonate auf stumm geschaltet oder komplett beendet werden. Sowas geht wirklich überhaupt nicht klar. Aber ja, das ist es also, das Nokia 7.2. Und wie ihr es im Laufe des Videos wohl gemerkt habt, bin ich echt kein Fan davon. Diese ganzen Fehler und das Problem, dass dieses Handy einfach nichts besonders macht, sorgen bei mir einfach dafür, dass ich echt enttäuscht von Nokia, dieser HMD Global, mit dem Nokia 7.2 bin. Und ich habe mich echt gefreut, als ich gestern zurück auf mein OnePlus 5T gewechselt bin. Denn dieses macht für den gleichen Preis einfach jeden einzelnen Punkt deutlich besser. Aber ja, das war's auch jetzt mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst auch gerne ein Abo oder auch einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr persönlich denn von dem Nokia 7.2 haltet. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Aber ja, das war's von mir. Macht's gut. Ciao.